Moin, moin, liebe Lautsprecher, Musikmesse bzw. ProLight und Sound 2013. Ich bin am Stand von Global Trust und neben mir steht ein bekanntes Gesicht, der Bühni, der uns dieses Jahr die Neuigkeiten von Global Trust präsentiert. Hallo Bühni, was gibt es dieses Jahr Neues von Global Trust? Ja, es gibt vor allem eine ganz besondere Neuheit und zwar die No Welding Trust, neben der stehen wir gerade. No Welding, wie der Name schon sagt, ist eine Trust, die nicht mehr geschweißt wird. Das heißt, sie wird geschraubt. Bei Kleben, naja, hätte vielleicht der TÜV nicht durchgelassen. Könnte nicht so ganz verhalten. Ja, ganz genau. Die Trust hat den Vorteil, dass sie dadurch, dass sie geschraubt wird, statisch besser zu berechnen ist. Zum anderen habe ich einen ganz großen Vorteil. Man kennt ja oft, dass mal ein Bracing oder irgendwas derartiges kaputt geht, wo die Leute immer die Traversen nachher wegschmeißen. Ja, ja. Oder umfunktionieren zu Videoleinwandhaltern oder ähnlichem. Ja, gibt's ja. Also, ich meine, sowas zu unterstützen wir natürlich nicht, aber das gibt's natürlich. Und hier kann man natürlich Bracings einfach nachher austauschen. Und ein anderer, weiterer Vorteil, den wir mehr oder weniger durch Zufall festgestellt haben, nachdem wir sie gebaut hatten, ist, man kann sie klappen. Ne. Doch, doch. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Man kann die hier zusammenklappen. Ja, vor allen Dingen super einfach zu transportieren dann, ne? Genau. Es spart einfach extrem viel Platz im LKW. Und wie gesagt, man hat eigentlich nur Vorteile mit der Trust. Ja. Von dem, was sie halten kann, sie ist etwas schwerer, aber von dem, was sie halten kann, ist sie einzuschätzen wie eine P-Traverse von unseren F34ern. Es gibt die nachher natürlich in allen möglichen Versionen, F34, F44 und so weiter. Also gut, 3 Punkte wäre jetzt ein bisschen schwierig zum Klappen, aber die anderen gibt es alle. Ja, ja, auf jeden Fall. Insofern, super neues Produkt. Lohnt sich. Wer das noch sehen möchte, ich weiß nicht, wann zeigst du das hier alles? Das kommt danach, nach der Messe. Hinterher. Ja, ja, hinterher. Gut, in dem Fall, wer es noch sehen möchte, muss dann eben zu uns kommen. Genau, und da sind die auf jeden Fall auch rausgestellt. Und wer noch mehr weitere Informationen haben will, auch über die Belastungsmöglichkeiten, die Belastungstabellen, Zulassungen etc., soll sich einfach bei uns kurz melden oder auf die Homepage schauen. Sagen, Global Trust, da steht dann auch alles. Steht ja auch alles drauf. Genau. Ne? Und vielleicht gucken wir mal, ob wir sie noch in dieses lustige, schöne, kleine Global Trust Tool nehmen, das wir das letzte Mal ja schon gezeigt haben. Ja. Da auch gerne mal wieder reinschauen. Genau. Ja, wunderbar. Gibt es da eigentlich auch Ecken für? Klappbar? Nein. Klappbar natürlich nicht. Noch nicht, aber wir werden jetzt, also das ist jetzt unser erstes Stück jetzt mal, das soweit fertig ist. Ja. Wir werden aber die Range natürlich nach und nach erweitern. Das heißt also auch da wird es nach und nach nach diesem Prinzip auch Ecken und Zubehör, also auch Kreise und so weiter geben. Aber das soll jetzt mal das erste sein, dass wir mal das ganze, das Baby der Welt präsentieren sozusagen. Ja, sehr innovativ muss ich sagen. Sehr schönes Produkt. Ja. Gefällt mir wirklich sehr gut. Man sagt ja immer, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man kann es definitiv verbessern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Insofern ausprobieren. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Bühni. Ja. Und wir am Ende unseren Abschlussspruch. Kennst du den noch? Ja, ja. Wunderbar mittlerweile. Du hast ja mittlerweile schon so viele Videos mit uns gemacht. Weißt du? Ne? Ich zähle wieder von 3 runter und dann ab in die Kamera. 3, 2, 1. Practice and enjoy.